Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin am zweiten Advent. Heute habe ich für euch den Nikolaus zu Besuch auf AIDA Blue. Dann fahren wir in den hohen Norden und danach Weihnachts- und Adventsgrüße von der Crew. Viel Spaß! Ja, der Nikolaus sitzt ja Anfang Dezember über seinen Listen, wo drauf steht, wer artig war und wer gute Dinge getan hat. Und natürlich ganz oben auf der Liste meine ganzen Kollegen an Bord. Und er hat sich nicht nehmen lassen, persönlich vorbeizugucken. Dieses Jahr ist alles anders. Aber was bedeutet das für uns, für das Weihnachtsfest und für den Jahreswechsel? Als alles begann, wussten wir nicht, was auf uns zukommt, wie lange das alles dauern wird. Es kamen Wochen und Monate, die wir zuerst als dunkle Zeit wahrgenommen haben. Aber genau das kann alles verändern. Die Wahrnehmung, die Perspektive. Es begann auch eine Zeit, in der wir viel mehr Zeit für unsere Familie hatten. Zeit für uns. Wir haben angefangen, uns über Dinge Gedanken zu machen. Muss ich das wirklich? Brauche ich das wirklich? Neue Gewohnheiten. Während wir warten, ist er gekommen. Der Zeitpunkt zu erkennen, was für uns wirklich wichtig ist im Leben. Seien wir mal ehrlich und fassen uns alle ans Herz. Es sind die kleinen Dinge, die uns wirklich glücklich machen. Jetzt beginnt die schönste Zeit des Jahres. Die Zeit der Ruhe und die Zeit der Besinnung. Auch wenn Weihnachten nicht wie jedes Jahr wird, können wir trotzdem für so viel dankbar sein. Und das ist für jeden etwas anderes. Familie, Freunde, Gesundheit, aber auch das warme Kaminfeuer am Abend, der Kaffee am Morgen oder auch die Fotos von Kulissen der vergangenen Reisen. Viele von uns haben gehofft, im Jahr 2020 noch mehr von dem zu bekommen, was sie schon immer haben wollten. Stattdessen ist 2020 das Jahr geworden, in dem uns allen klar geworden ist, was wir alles schon besitzen. Ich bin dankbar für meine Kollegen, dass meine Familie daheim an mich denkt, sich meine Großeltern auf mich freuen und für meinen Job, bei dem sich keine Sekunde wie Arbeit anfühlt. Natürlich wünsche auch ich mir sehnlichst unsere Gäste zurück. Ein Publikum im Theatrium, das uns dafür belohnt, was wir tun. Mit Emotionen. Gemeinsam. Wofür bist du dankbar? Ich wünsche uns allen von Herzen ein fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest. Bleibt gesund. Einige von euch hatten ja dieses Jahr schon Schnee, aber Schneegarantie ist bei uns in Deutschland eher selten. Das sieht im Norden ganz anders aus. Und da fahren wir jetzt zusammen hin. Wir fahren gerade die 34 Kilometer von Honningsvåg zum Nordkap durch eine fantastische Schneelandschaft bei herrlichem Sonnenschein und die letzten 8 Kilometer im Konvoi. Denn im Winter ist das Nordkap natürlich nur im Konvoi erreichbar. Herzlich willkommen am nördlichsten Punkt Europas, wobei streng genommen ist es nicht der nördlichste Punkt auf 71 Grad und 10 Minuten nördlicher Breite, sondern links hinter mir sehen Sie den nördlichsten Punkt auf 71 Grad und 11 Minuten nördlichster Breite. Das tut der Faszination des Nordkaps aber keinerlei Abbruch. 1553 hat sich Richard Chancellor, ein britischer Seefahrer und Entdecker, bei der Vermessung ganz leicht vertan.
Das soll aber heute keine große Rolle spielen. Und sie treten in ganz große Fußstapfen, unter anderem von Oskar II., der bereits 1873 die 307 Höhenmeter zum Nordkap überwunden hat und hier hochgeklettert ist. Ich fahre seit 20 Jahren zur See und arbeite seit 10 Jahren als Lektor. Ich bin eigentlich Politikwissenschaftler und ich genieße es, Gäste auf Ausflügen zu begleiten, ihnen viel über Land und Leute zu erzählen, sowohl an Bord als auch vor Ort. Wir gehen jetzt zum wohl bekanntesten Symbol und bekanntesten Fotomotiv am Nordkap. Jährlich besuchen über 200.000 Touristinnen und Touristen das Nordkap. Mittlerweile ist die Anzahl pro Tag auf 6.000 begrenzt. Hinter mir sehen Sie gerade die Weltkugel. Was oft vergessen wird, diese wurde nicht nur als Zeichen der internationalen Völkerverständigung, sondern auch im Rahmen eines Vermessungsprojektes 1978 aufgestellt. Willkommen am Nordkap! Ich habe mich vor ein paar Jahren auf zwei Zielgebiete spezialisiert und gerade Norwegen mit dem Nordkap bietet immer wieder ganz, ganz viele fantastische Eindrücke. Und ich habe mir damals geschworen, wenn ich eines Tages diese Reisen mache und nicht mehr begeistert bin, dann höre ich auf. Und natürlich wollen wir gerne die Vorweihnachtszeit auch nutzen, um euch Bräuche vorzustellen, Weihnachtsbräuche aus anderen Ländern. Und die kommen jetzt. Das Küchenteam von Aida Perla wünscht Ihnen frohe Weihnachten. Super Natta la Cueva. Hallo, Merry Christmas. Ja, Cebu, ja? Hello, I'm Hilary Katubig. I'm from Cebu, Philippines. So, how we celebrate our Christmas? We gather fruits, different kind of fruits, circle fruits like watermelon, orange, apple. Then we will put it together in one bowl. And we make it that one complete during Christmas season, and it can be create a good luck to our family, like love life, career, not only career, family bonding. So it's also our tradition to complete that, so that it will be create or something good things happen in our life. Then we celebrate also during Christmas, like we bring food in one table. Then from neighborhood, we bring like fried chicken, pork, whole body pork. Then we eat that together with the neighborhood, like our sister, brother, and our parents. And we celebrate it also with a fireworks display in our home and in our neighborhood. Hello, Merry Christmas. Hello, Merry Christmas. En tu mirada. Und zum Schluss, wie immer, die schönsten Bilder von unseren Reisen und die wunderbarste Musik von Bord. Und das alles mit leicht vorweihnachtlichem Gefühl. Viel Spaß und bis zur nächsten Woche. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero.